Schade, dass nicht Februar ist. Da wäre jetzt hier die Hölle los. Denn? Leonberg ist ja bekannt für seinen Pferdemarkt. Richtig. Ja. Waren Sie da auch schon mal? Natürlich, jedes Jahr. Ja, die Kinder wollen da jedes Jahr hin zum Umzug, zum Pferde anschauen, Pferde streicheln, hier zu den Prämierungen der Pferde. Da wird dann präsentiert, begutachtet und gehandelt, was das Zeug hält. Nur wer hat jetzt wohl in Leonberg das beste Pferd im Stall? Vielleicht eins von denen hier? Sind die nicht schön? Diese Schwarzwälder Füchse gehören der Familie Bohley. Ihr Hof liegt direkt in Leonberg unterhalb der Altstadt. Herr Bohley, welches ist denn jetzt Ihr bestes Pferd im Stall? Mein bestes Pferd im Stall, das ist meine Frau. Und um zurück aufs Pferd zu kommen, auf die Rasse genauer gesagt? Typische für ihre Optik, das ist das dunkle Fell und der weiße Behang. Und für uns ist eigentlich wichtig, sie sind obacherlieb und gutmütig. Gerade für Kinder sieht man ja, die reiten da allein mit der Kohl doppelt so groß wie das Mädle. Und der geht nie durch, oder? Normal nicht. Normal nicht. Der Schwarzwälder Fuchs hätte ich auch gerne einen. Aber mein Auftrag ist ein anderer. Ich bin auf der Suche nach dem besten Pferd im Stall und fahre zum Reitverein Tilgshäusle. Da hinten ist der Schulstall, also da stehen die Schulpferde. Und das ist zum Beispiel mein Pferd. Echt? Ja. Das ist die Sternschnuppe. Die Sternschnuppe? Ja. Du nennst sie aber anders, ja, gell? Ja, ich nenne sie Lilly. Lilly? Ja. Hallo Lilly. Nelly Leitenberger zeigt mir alles und führt mich rum. Und seit wann hast du die? Seit 1,5 Jahren jetzt. Ja. Und was kann sie besonders gut? Also die geht ja als Voltipferd. Und ja, voltigieren ist halt so, das kann sie am besten eigentlich. Ja. Der Reitverein hier in Leonberg ist einer der größten Reitställe in Baden-Württemberg. Klar, ist ja auch eine Pferdestadt. Hast du eigentlich auch so angefangen? Ja. Mit 5? Ja. Aufs Pony? Ja. Auch auf dem Pony angefangen? Ja, klar. Da, wenn man so klein ist, dann kann ja nicht gleich auf die großen Pferde. Und es gehört dazu, dass man auch mal runterfällt. Wie oft bist du schon geflogen? Oh Gott, schon ein paar Mal. Also jetzt nicht so oft, aber ein paar Mal auf jeden Fall. Gehört dazu. Gut gemacht. Jawohl, so ist gut. Genau, und weg mit der Hand. Beim Dressurreiten ist sie das beste Mädel im Stall. Alina Hahn. So. Ihre Mutter fährt sie immer her, denn Alina ist gerade mal 13 Jahre alt und kommt aus der Nähe von Pforzheim. Jawohl. Nächste lange Seite, reitest du noch mal eine Volte? Jawohl. Sie reitet schon internationale Turniere. Gut. Und wie erklären Sie sich den Erfolg von Ihrer Tochter mit Ihrem Pferd? Weil die sind ja gerade mega erfolgreich. Wir sind sehr erfolgreich unterwegs. Natürlich das Training mit der Trainerin natürlich hat uns sehr weitergebracht. Das machen wir jetzt seit knappe 2 Jahren, sind wir jetzt bei der Frau Diederle. Und das bringt natürlich sehr viel. Das Pferd ist ein sehr gutes Pferd, ein sehr motiviertes und lernbereites Pferd. Und meine Tochter bringt auch ein bisschen Talent mit. Und da bin ich echt besonders stolz darauf. Gegen Abend sind dann noch die Voltis an der Reihe, also die Mädels, die voltigieren. Ich glaube ja, das ist wahnsinnig anstrengend. Und sie führen das auch auf, was sie hier einüben, unter anderem auf dem Pferdemarkt in Leonberg, also im Februar dann.